Wir stehen hier auf einem der Plätze, in denen sich die Studenten niedergelassen haben, aber auch in Abständen demonstrieren, weil sie in Hongkong mehr eigene Entscheidungsmöglichkeiten haben wollen. Eine durch sie selbst legitimierte Regierung und nicht eine von Peking bestimmte. Natürlich ist das jetzt ein Zeitpunkt, in dem die Demonstranten auch überlegen müssen, was sie tun. Es gibt Gerichtsurteile, die zweifellos die Plätze auch in nächster Zeit zur Räumung bringen. Aber trotzdem gibt es auch Wege, dass diese Demokratiebewegung nicht aufgeben muss und auch nicht umsonst war. Es bleibt zu hoffen, dass sie ein so starkes Signal gesetzt hat, dass man begreift, dass Hongkong selbst wählen will, von wem es regiert wird.